Hi Sreto, schön, dass du dir die Zeit genommen hast vor der Busabfahrt. Wir haben erneut unter der Woche einen Rückstand gedreht. Wie blickst du auf die Partie zurück? Ja, in erster Linie sind wir froh, dass wir gewonnen haben. Und klar ist es nie der Plan, irgendwie in den Rückstand zu geraten. Aber es gibt schon, wie so zigmal gesagt, es gibt einen Gegner, der gut ist und nutzt jeden Fehler aus, jede Kleinigkeit und auch irgendwo eine Qualität, vor allem. Ja, der Gegner hat es im Standardbereich, Einwürfe, Eckbälle, das haben wir im Vorfeld besprochen. Trotzdem kannst du nicht alles verteidigen. So, für uns ist viel wichtiger, dass wir das weiterhin über 90 Minuten gestalten, dass wir wirklich an uns glauben und das Ganze vorantreiben. Das ist, glaube ich, ein für Zuschauer sehr gutes und schönes Spiel gewesen. Wir sind überwiegend zufrieden mit der Leistung, aber trotzdem haben wir eben drei Tore, Gegentore bekommen und die haben wir auch mit der Mannschaft besprochen. So, das ist jetzt gilt, ja, aller Fokus, ganzer Fokus jetzt auf Haching zu legen und dann geht's weiter. Erneut konnten durch Einwechslungen, aber auch durch die Wechsel in der Startelf Tore erzielt werden, beziehungsweise Scorerpunkte erzielt werden. Wie nehmen die Jungs diese positive Entwicklung auf, ganz speziell? Ja, das ist auch schön für das Trainerteam, dass wir jetzt nicht nur solche Sachen predigen und irgendwie in die Besprechung reinwerfen, sondern eben dann auch ja, Beweise haben, dass es so ist, dass wir an jeden Einzelnen glauben, dass wir jeden Einzelnen dann auf den Platz bringen können. Es gibt mit Sicherheit auch noch zwei, drei Jungs, die das bis jetzt noch nicht so ja, erfahren dürfen, aber auch da bin ich mir 100% sicher, dass man eine lange Saison vor sich hat und jeder gebraucht wird und so versuchen wir es jedem zu vermitteln. Bleiben wir bei dem Thema Personal. Du hast schon gesagt, es gibt keine neuen Ausfälle. Wie sieht es aus mit Wechseln in der Startelf? Auch da haben wir heute trainiert, mit einigen Jungs schon besprochen. Überwiegend fühlen sie sich alle gut und bereit, aber wir werden morgen früh nochmal anschwitzen. Ich habe jetzt eine längere Busfahrt, so werde ich mit jedem Einzelnen mal ein paar Themen besprechen und dann ein gutes Gefühl zu bekommen und hoffe, dass wir dann auch eine gute Wahl treffen. Wir haben am Freitag die Chance auf die perfekte englische Woche mit 3 Siegen aus 3 Spielen. Wie hältst du die Spannung hoch oder wie hält das Team die Spannung hoch? Was habt ihr da gemacht? Ja, wir gehen das ganz normal an. Das ist alles hinter uns jetzt. Es geht nur noch um Haching und den ganzen Fokus, die ganze Kraft versuchen wir da zu investieren. Und ja, es ist das nächste Spiel, das ist das Allerwichtigste. Wie schätzt du den Gegner ein? Ich habe das schon im Vorfeld gesagt, das ist eine Mannschaft, wir hatten im Sommer ein Vorbereitungsspiel gegen Haching und ich habe jetzt auch einige Videos schon gesehen. Das ist eine wuchtige Mannschaft, die sich wirklich nicht so großartig um Ballbesitz schert. Das ist eine Mannschaft, die sehr viel auch überbrücken kann, das auch unbedingt will, mit einer intensiven und wuchtigen Spielweise. Das zeigen auch, glaube ich, die gelben Karten, die sie haben. Ja, trotzdem werden wir das aufnehmen und wissen ganz genau, was auf uns zukommt. Wie jede Woche, aber das Spiel ist so dynamisch, voller Überraschungen und da musst du auf alles reagieren können. Und wie sieht die Ausgangslage aus, der Matchplan? Was habt ihr euch zurechtgelegt? Ja, das werden wir mit der Mannschaft mit Sicherheit besprechen, aber in vielen Themen sind wir auch ganz gut unterwegs. Und das wollen wir vorantreiben, das wollen wir wieder auf den Platz bringen und vor allem möchten wir intensiven Fußball spielen. Das ist uns wirklich, wirklich wichtig, weil wir, ich denke, auch einen guten Kader in der Breite haben und jeden gebrauchen können. Die Jungs nehmen es super gut an und das werden wir vorantreiben. Vielen Dank, euch eine gute Anreise. Wir sehen uns morgen. Danke. Ja, danke.